Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das, was du im Hintergrund hörst, ist ein natürliches Geräusch. Die Kartoffelernte ist im Gang. Wir sind hier auf 1500 Meter Seehöhe und da ist natürlich was los. Aber für mich sind das natürliche Geräusche, darum spielt das überhaupt keine Rolle. Die Superkraft in dir. Wie kommen wir zu mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen? Und da habe ich einen einfachen Trick für dich, den kannst du sofort anwenden. Es könnte die Abkürzung zu mehr Selbstbewusstsein sein. Denn wenn wir zu wenig Selbstbewusstsein haben, dann ist unser Glas immer halb leer. Unser Leben ist anstrengend, mühsam. Wir verlieren Energie. Wir sind nicht in der richtigen Frequenz, nicht in unserer Kraft. Wir ziehen dann per Resonanz dann auch noch die entsprechenden Leute an, wo wir uns dann nicht wohlfühlen. Darum Selbstbewusstsein aufzubauen, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Ein junger Mann hat mich gefragt, ich würde mich gerne selbstständig machen, aber ich habe immer noch das Gefühl, es ist noch nicht gut genug, so wie es ist. Kennst du das? Wir haben immer noch das Gefühl, es ist noch nicht gut genug, so wie es ist. Wir können noch nicht losstarten, es ist noch nicht perfekt genug. Zum einen haben wir oft ein hohes Idealbewusstsein oder Idealdenken. Darum können wir nicht losstarten. Zum anderen fühlen wir uns oft nicht gut genug für das, was jetzt anstehen würde. Ich habe ihn motiviert, loszustarten. Ich habe ihn motiviert, jetzt seine Chance zu nutzen, die ersten kleinen Schritte zu machen. Er ist losgestartet und er hat gleich schon den absoluten Flow, den Fluss erwischt. Und sowas freut mich natürlich unglaublich. Das heißt, wenn wir uns noch nicht gut genug fühlen, dann haben wir zu wenig Selbstbewusstsein, zu wenig Selbstsicherheit. Und diese eine Frage, die ich dir jetzt stelle und auch die Technik, den Trick, den ich dir in die Hand gebe, der kann dir helfen, sofort und zwar die Abkürzung zu nehmen zu mehr Selbstbewusstsein. Frage dich, wie würde mein Leben jetzt, hier und heute aussehen, wenn ich doppelt oder dreimal so viel oder zehnmal so viel Selbstbewusstsein hätte? Wenn mein Glas nicht halb leer, sondern halb voll wäre, wenn das Potenzial riesig wäre, was ich machen kann, wenn ich in meiner Kraft wäre, wie würde mein Leben ausschauen? Und jetzt die Technik dazu. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib die Antworten auf dieses Blatt. Und jetzt eine etwas ungewöhnliche Art, mit diesem Thema umzugehen. Schau dir dieses Blatt, wo du beschrieben hast, schau es dir an. Ergänze es vielleicht. Schau es immer wieder an. Reflektiere. Und jetzt ganz wichtig, nicht vom Kopf her jetzt ins Aktivsein gehen, sondern einfach nur anschauen und beobachten. Das ist eine hohe Kunst. Die lernst du, wenn du möchtest, bei mir. Das ist ganz einfach. Allerdings, ich möchte dir hier diesen Tipp mitgeben. Schau dir dieses Blatt Papier an und schau, was passiert. Was passiert? Kommt eine Energie von innen? Vielleicht nicht in 2 Sekunden, aber wenn du immer wieder drauf schaust, das wäre ich, wenn ich mehr Selbstbewusstsein habe, mehr in meiner Kraft wäre. Kommt da was? Wenn da was kommt, vielleicht in einem Tag, vielleicht in 2, in 3, vielleicht merkst du, dass es dich innerlich anfängt zu schieben. Und zwar in die Richtung zu schieben, dass du sagst, oh, jetzt aber, jetzt. Jetzt starte ich los. Das heißt, sich bewusst zu werden, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich es schon hätte. Dem, der hat, dem wird gegeben, hat jemand vor 2000 Jahren mal gesagt. Das heißt, wenn ich so tue, als wäre es bereits, dann hilft mir das. Ich brauche nicht visualisieren oder immer wieder dran denken, sondern einfach nur mein Blatt Papier anschauen und einfach reflektieren, ohne lang und breit darüber nachzudenken oder zu analysieren. Einfach nur drauf schauen. Und dann zu schauen, was macht es mit mir. Und dann könnte sein, dass du mit deinem Glas, wo jetzt Wasser drin liegt, Wasser drin ist, dass du das Gefühl hast, so, jetzt ist es aber höchste Zeit, Vollgas zu geben. Und genau das wünsche ich dir. Ich wünsche dir viel Freude, viel Spaß im Heute und auch morgen und übermorgen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Servus.